Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ace Combat 7, die nächste Mission. Da wir bei der letzten ja leichte Problematiken hatten, mehr oder weniger Startprobleme, die dann doch relativ zügig und erfolgreich beim letzten Mal lösen konnten, das dann noch ein bisschen schwieriger wurde, aber alles geklappt hat, machen wir mal weiter. Ich habe die Musik mal ein bisschen hochgedreht, mal gucken, ob das was wird. Copyright und bla, mal sehen, ne? Wir gucken mal, interessant, weil viel mit Musik hatten wir immer nicht, also fortsetzen. Suddenly, we were being treated like a regular unit. We've been ordered to pack everything up and move the base further inland. We even got a transport plane. The funny thing is, no one here remembers I've got a bum leg and, oh, that I'm not a soldier. Take a look at the map. There's an island on the other side of Yuzha our Marines landed on. The space elevator's not too far from there. They tell us the airfield's being used as a base to support the elevator. Not sure if I trust that intel. Anyway, the transport plane's gonna drop us there, without any fighters to cover us. Some genius thought we could commandeer the enemy's jets they left in the hangars, and use those to fight. Y'all aren't real soldiers, they said. Any other day, we'd be using you lowlifes to go out and dig up landmines. And prisoners don't get guns. You'll just have to make do with whatever we give you and like it. A phone. They don't let us prisoners near them. But with all the hustle and bustle of moving the base, they forgot to lock this one up. Looks like an antique. I lost my right for a phone call ever since I was arrested and locked up. It's trippy to think that I can just hook it up, dial a number, and talk to someone from my own country. Planning escapes ain't all I'm good at. I'm plenty good at remembering phone numbers, too. A little while later, I headed over to HQ. You must know. We did get a call direct from command. That pipe, what exactly are you doing with it? My grandfather had a lot of friends in the Air Force from his time as a lieutenant. My point? Well, you're going to set out in your own special aircraft. Then you'll send everybody else off in the wrong direction while you head somewhere else. All right, fine. But just you and you alone. You're the only one allowed on board. Besides, there's only one seat left. I said, cool. That's exactly what I wanted to hear. Okay, bedeutet das also Transfer Orders. Mission Nummer 10. Attention, I've received a communication from the General Staff Office. It seems your ability to carry out missions has gotten the attention of the higher-ups. All of you have been pardoned. Das ist aber nett. The Ocean Air Force Base 444 Squadron is now officially legit. In celebration, you are to join the operation to take back the base on Tyler Island in southwestern Yuzha. The battle is underway, and the airport to the south has been reclaimed. However, fighting with the remaining forces in the north is still active. You will all be stationed at the airport. The battle is not letting up. We expect extensive losses to all involved. Still, the fact that we've gained new ground is a blessing. My time as CO of the penal base is over. All command personnel, including myself, are being moved to a base in far eastern Yuzha. However, we will be stopping to refuel in Bulgurderest. It's in Erujian territory, with close ties to Osea. Even if we detour, we will still have to fly through Erujian airspace in the end. And that is where we will need you ex-cons to come in. I've selected a number of you with mission experience to provide support. That's all. Dismissed. Hey, Trigger, wait right there. Though I'm not entirely happy with the arrangement, you're going to provide support. The drones might attack again. If they do, protect my aircraft with your life. Mhm. Ist ja toll. If the General Staff Office hadn't stepped in and requested you, your ass would have been sent to Tyler Island.
You were covered in Harling's blood, yet you still are messing around behind the scenes. You breathe in a way I don't like, and I'll shoot you out of the damn sky. Na, eigentlich können wir ja nichts dafür, dass der mit seinem komischen Ding abgestürzt ist, oder? In Folge 3, 4? Keine Ahnung, was das war. So. Bin ja mal gespannt. Also, wir sollen einfach nur begleiten, oder was? Dann war ja die ganze Missionsansprache vorher für den Hintern. Naja, mal gucken. Mit was fliegen wir an? Kriegen wir ein Flugzeug zugeteilt? Nö, pass mal auf. Die Mucke, yeah. Wollen wir mit dem Ding mal fliegen? Luft, 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 Boden. Ich glaube, so schlecht ist er ja nicht, oder? Komm, wir nehmen den. Luft, 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 Boden. Oh. Wir nehmen das. So. Einsatz. Komm, wir fliegen mit der Überschallrakete. Mit der Musik weiß ich nicht so. Transfer Orders. Beschützen Sie Commander McKinsey. Ach, McKinsey. Entschuldigung. Bin echt mal gespannt, was das hier wird. Wir gucken. Geil. Alles klar. Zündung. Da fliegt das Ding schon. Ist ja der Hammer. Was ist hier mit Räderinnen und so? Machen wir hier die Hallo? Räder rein. I know. I'm heading into hell. Whatever. If the Khan's here and the dumbass prison guards are going, why shouldn't I? I'm no angel. I mean, my old man died playing hero, and all I do is hate him for it. It ain't gonna be a picnic, that's for sure. Adios, you damn fool. Auf Wiedersehen. So, wir schauen mal. Übelst Power, das Ding. Das wäre fast knapp geworden, schon wieder hier. So, da vorne jetzt los, da unten. Ey, willst du mich verarschen? Das Ding hat nur eine Rakete, oder wird? Okay, jetzt müssen wir bei dem Typen hier bleiben, oder was? Da kommen schon die nächsten Raketen, dann fliegen wir da mal hin. Wir müssen, glaube ich, lokalisieren, oder? This is Bandog. Sam's site's located. Eliminate them. Jawohl! Viel zu schnell, das Ding. Also, das Flugzeug ist ja dafür ja nicht gemacht. Viel zu schnell. Ich hätte ja mal Bock, mit dem Ding richtig loszuhämmern, aber... Können ja aber voll über die Mappe feuern. Mal voll Jas. Mal so ein bisschen Aufklärung betreiben, oder? Ob irgendwo noch so eine Dinger sind, aber höchstwahrscheinlich, wenn da schon überall Raketen rauskommen, da
Da vorne? Oh, hallo! Wir haben ein bisschen Schaden gekriegt davon, aber hey. So, da steigen die nächsten Raketen hoch. Das ist ein anderer Flieger. Okay. Wir kümmern uns. Wir fliegen mal ganz schnell hin. Wir sollen hier, was ich von der Musik halten soll. Rakete, willst du mich verarschen? Viel zu schnell. Ich hab da mal was weggeräumt. Also zeig mir mal noch ein paar Raketendinger auf dem Boden hier, bis die nächsten kommen. Können wir Raketen auch abschießen? So, wir holen mal lieber die Flugzeuge da weg, oder? Wir gucken mal, was hier abgeht. Da unten. Gripen E. Komm her, Junge. So, hinterher und abfangen. Die haben uns ja auch nicht gesehen. Das war einfach. So. Aber die Raketendinger hier. Ich würde gerne noch ein paar vorweg machen, aber. Übelst schnell die Karre. Geschwindigkeit. Wir können ja mal kurz ausfahren, das Ding. Meilen. Übelst schnell. Also das Ding hat echt Feuer, ne? Das ist ja mega einfach mit dem Ding, weil der so schnell ist. Aber die Mucke ist echt zu laut. Warte mal. Flugoption. Vor allem mit dem Ding kannst du ja echt einfach alles wegholen hier. Das ist ja der absolute Knaller. Da schießt nichts mehr, ne? Ist ja klar. So. Ich glaube, wenn wir hier gleich über den Boden fliegen. Ah, da sind die nächsten Ziele. Enemy! Geil! Wollt ihr wegmachen? Verfehlt. So, jetzt aber los.
Fliegt der immer noch? Hau ab, Junge. Ich komme. Mit Anlauf. Zerstört, alles klar. Oh Gott, das Ding ist leider nicht so wendig, ne? Aber dafür echt schnell. Rakete? Hau mal ab. Zerstört, alles klar. Und der noch. Okay, wenn wir hier lang fliegen, fliegen wir hinter ihm, sollten wir eigentlich hinkriegen. Komm, ein bisschen Stoff hier. Der Ding ist echt krass, ne? Zerstört. Dann noch mehr Ziele. Sieht gut aus. Er hat die Linie auf jeden Fall schon mal passiert, oder? Komm, das Ding fliegt schon echt geil. Was schießen die denn? Achso. Da vorne kommt was. Wir fliegen mal schnell hin. Ah ja, ich bin schneller. Oh, so ein Ding. Okay. Unknown considered hostile. Respond to the situation. Protect Rover 1. Hä, wo ist denn das Ding? Und wir haben einfach mal das falsche Flugzeug dafür, oder? Ist da oben? Genau über uns. Boah, ey. Alter, ist das Ding wendig. So, jetzt mal hinterher. Das Ding hat richtig Feuer. Alter Schwede. Was ist denn hier los? Wo ist denn das Ding hin? Da. Wir haben den schon mal getroffen. Verfehlt. Das Spiel benutzt uns Katze und Maus, finde ich jetzt nicht so geil. Komm, wie immer ein bisschen Stoff hier. Krass. Der fliegt doch eine Haken hier. Hallo? Hallo? Komm mal zurück jetzt. Der fliegt doch wohl zu. Ist nicht so geil. Wieder vorbei. Da sag doch mal. Aber wir haben ihn schon getroffen.
Ich glaube, das ist wieder so ein Dogfight-Ding, oder? Wo wir ihn einfach nicht kaputt machen können. Treffer, siehst du, das meine ich nämlich. Wir haben ihn echt zerstört. Der braucht 6 Raketen und noch Treffer mit die Bordkanone. Der Hammer. Das war's jetzt, oder was? Ehre. Hallo. Wo fliegen die jetzt hin? Ist so unfassbar schnell, das Ding. Aber wieder Mist gebaut, ja. Mission erfüllt. Geil. Na, siehst du. So. Advanced Small Diameter Bomb. Zielsuchende Bomben. Na, siehst du. Wir kriegen ja immer mehr Zeug dazu. Hier wird doch viel erklärt. Ja, mega. Gone out the window now, hasn't it? To be honest, I didn't think it could be brought down by anything. Doch, ich kann das. Your commander has been transferred to a different post. He's probably headed to the front lines where things are hottest. No, he did stress his achievements. We need every edge we have. We're currently seeing where we can use you best. Stand by for further orders. Alles klar. So, Freunde. Neue Medaillen. Ihnen wurde eine Medaille Wächter verliehen. Geil. Mehrere neue Skins für die SU-35S Flanker I erhalten. Schön. Mir ist auf jeden Fall die Mucke zu laut, Leute. Viel zu laut. Da gehen wir mal schnell rein. In die Option. Und dann bei die Sound machen wir mal ein bisschen die Mucke leiser. Das tut's, glaube ich, auch, oder? So? Ja. So, Freunde, mega. Hat sehr gut geklappt. Die Karre ist übelst schnell. Also, du kannst da Feinde einholen. Das ist ja gottvoll. Diese komische Drohne haben wir auch weggezaubert. Sehr schön. Ich bin echt gespannt, was beim nächsten Mal kommt. Wir lassen uns mal überraschen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, mach keinen Quatsch. Rinnehauen. Hauen.